Steffen, wir haben nur die eine Pappe da. Jetzt habe ich da noch einen Karton bei mir im Laden, ein Kiteboard drin, was es noch nicht auf dem Markt gibt. Oh. Ja, und welches kann das denn sein? ich habe gedacht, wir machen ein kleines Unboxing-Video und du packst aus. Oh, mich stresst die ganze Arbeit schon wieder total. Steffen, ich weiß, dass dich das Ding schocken wird, weil das Ding ist custom made. Oh. Wollen wir mal jetzt so ein spontanes Unboxing-Video nochmal Ja, zwischendurch? lass mich das hier noch. Steffen, das Kranke ist, ich habe noch nie so einen leichten Karton in der Hand gehabt und da ist ein Kiteboard drin, Mann. Okay. Das ist der Karton. Ja. Sven Anton. Ja. Also ein Anton-Board. Ich pack das jetzt aus. Ja, mach das mal. Und lass deinen Gefühlen freien Lauf. Das ist sehr wichtig beim Unboxing. Also erstmal ist es schon mal geil, überhaupt was auspacken zu können. Ich habe heute neue Barfußschuhe geliefert bekommen. Und da habe ich mich auch schon gefreut. Also das sind die jetzt nicht. Nee. Über die Schuhe hätte ich mich auch nicht gefreut. Ja, muss man auch, ne? Das ist wie ein pinkes Kiteboard, ey. Ja. Muss man einfach für gemacht sein. Dementsprechend ist es immer geil, Sachen zu bekommen. Ich meine, wer freut sich denn nicht? Eine Lieferung zu erwarten und dann kommt die endlich an. So. Also krass, wie leicht das ist, ne? Ja, das ist wirklich sehr leicht. Also es könnte auch einfach nur, vielleicht hat er vergessen, das mit reinzupacken. Vielleicht hat er ja, vielleicht sind ja nur Pads drin. Ja, ich würde Sven das zutrauen, nur Pads drin. So, schauen wir mal. Ich habe auch gar keine Ahnung, was das für ein Brett sein könnte. Du hast mir nichts erzählt, was du bestellt hast. Das ist auf jeden Fall ein Custom-Board und ich sehe schon Carbon blitzen. Ach, das M-Train. Alter. Aber das ist das neue M-Train. Das ist doch das Leichtwindbrett. Ja. Ja. Das heißt, das ist... Warte mal. Ganz genau, das heißt es. Alter Falter. Und das ist zusammengebaut, Alter. Das ist zusammengebaut. Das ist jetzt schon leichter als mein 3K, was ich habe. Das ist deutlich kleiner und hat kein Verpackungsmaterial drumherum. Ich glaube, das ist ganz angenehm zu fahren, wenn ich das mal raten müsste. Der Nachteil von Leichtwindbrettern ist ja immer, dass sie aufgrund ihrer Größe ein bisschen schwerer sind und dann macht das nicht wirklich Spaß, damit zu springen. Weil du so einen dicken Klotz am Bein hast, mal abgesehen von der Form. Und die saugen sich natürlich auch so ein bisschen am Wasser fest immer. Das heißt, es ist sowieso schon nicht so geil zu poppen mit den Dingern. Richtig? Richtig. Ich denke aber meistens damit zusammen, dass sie eine negative Outline haben. Da saugt sich das Brett noch eher fest. Ja. Das M-Train lässt sich an sich schon recht sportlich fahren dafür, dass es ein Leichtwindbrett ist. Aber das ist jetzt ein neuer Shape auch. Das werden wir jetzt gleich sehen. Also ich sehe es auch zum ersten Mal, es gibt noch keine Produktfotos davon oder sonst was im Internet. Zumindest habe ich noch keine bekommen und noch keine gesehen. Kantenschutz abmachen. Freue mich mit dem Messer. Du meinst, weil das scharf ist? Ja. Weißt du, was das Schlimme ist? Wir haben Wind, ne? Und gar nicht mal so viel. Also Leichtwind, ja, sozusagen. Gerade mal, ja, was aber ich kann nicht lieber machen würde. Ja, ich kann jetzt auch nicht abhauen, ey. GLS kommt noch. Oh. Ey, das ist echt. Wie breit ist denn das? Weißt du die Maß? Nee. Das ist ja. Hat er was draufgeschrieben? Nee. M-Train Custom steht da nur. Also ich würde jetzt mal schätzen. ...1,62 ist das, ne? Macht ja auch sonst gar keinen Sinn. Nee, 1,50. Echt? Ja, also könnte aber auch 1,60. 1,50? So klein will ich nicht. Warte, warte, das geht mir bis zum Kinn. Ja, ich glaube, es ist 1,50. Ja, kann schon sein. Hast du recht, ich bin 1,75. Das ja, sind ja, 25 das, Zentimeter. Ja, ja. Ich habe keinen Zolli dabei, sehr gut. Wer braucht schon einen Zollstock, wenn man ein Auto ausbaut? Echt? Ich habe hinten noch einen. Hol mal eben. Das ist mega leicht. Schau dir mal die Tipps an. Fällt dir was bei den Tipps auf? Halt die mal ja, in die Sonne. Eine Doppelkonkave. Genau. Das gab es vorher nicht. Die haben jetzt eine Doppelkonkave drin.
wodurch das Wasser kanalisiert wird. Ich bin mal gespannt. Warte mal, wenn wir so halten, dann sieht man das noch ein bisschen besser in der Sonne. Genau hier erkennt man eine Konkave und hier die zweite. Ja, also ich bin überrascht, dass das so leicht ist, trotz der Größe. Wie das halt bei Carbon oft so ist. Es ist immer schön leicht, aber das zu wissen und das zu erleben, sind immer zwei unterschiedliche Paar Schuhe, finde ich. Ja. Und ich bin gespannt, das mal ausprobieren zu dürfen. Ja. Sonst habe ich da gar nicht so viel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Board, das will ich gerne nicht nur bei Leichtwind fahren, sondern bei viel Wind. Und mal gucken, wie sportlich sich das anfühlt, damit zu fahren. Weil es ist halt, Sven Anton baut ja jetzt diese Ultraleichtkeit-Boards. Also der verzichtet halt auf alles Mögliche, was irgendwie Gewicht erzeugen könnte. Also das hat halt jetzt auch keine Grindbase, um Gewicht zu sparen. Auch von oben keine extra Schicht Harz drauf, damit das irgendwie glänzt oder sonst was. Sondern wirklich, das hat halt schon eine sehr raue Oberfläche und minimalistisch, Optik. Minimalistisch, ne? Ja, total. Aufs Wesentliche begrenzt, ne? Ich sag mal, bei den Pads könnte man vielleicht noch was rausholen. Definitiv, also ich bin auch kein Fan von den Pads. Es gibt ein Argument für die Pads. Ne? Ja, das sind echt, also die hat ja jeder Hersteller irgendwie. Also die kommen ja, das ist ja echt nichts Besonderes. Das Ding ist aber, in dem Konzept mit dem Kiteboard, haben die Pads einen Vorteil. Und zwar die Pads, die sind sehr, sehr leicht. Und das ist halt ein Argument, warum man die Pads vielleicht auf dem Kiteboard fahren kann. Ich selber finde eher die Kiteboards mit einer richtig schönen Kante hier für die Zehen, finde ich deutlich angenehmer zu fahren und geben mir viel mehr Halt. Aber gut, gibt auch dafür Fans, ne? Ja, ist Geschmackssache. Absolut. Okay, Steffen, dein erstes Unboxing-Video. Schön, dass du Part of a Team bist. Part of a Team, ja. So, ich gehe jetzt kalt. Ja, das ist jetzt eine richtige Door, ne? Das ist aber... leicht, oder was? Also dafür, dass es nochmal größer ist, das Spleen, ist es... Aber das Spleen ist schon sehr, sehr leicht. Ja. Also dafür, dass es 1,60 ist, ist die Spleen richtig leicht. Ey, mal guck mal, da unten liegt ein zusammengebautes Fusion 3 Kiteboard. Und ich meine, das ist 1,40. Wenn du das mal hochhebst, das wird deutlich schwerer. Ich kriege gar nicht mit einer Hand hoch. Ja, gut. Alter, heftig. Ja, und das ist ein 1,40er Board, ne? Das ist aber richtig schwer. Ja. Damit sind Board-Offs aber auch kein Geschenk, ey. Ja. Ach, ja. Ich will doch nur fahren. Mehr will ich doch gar nicht. Ah, ich finde, das Board sieht geil aus mit der Doppelkonkave. Das ist wie beim Bullet früher. Ja. Das Bullet von Anton hatte diese Doppelkonkave in den Tipps. Wie ist denn der Rocker? Wahrscheinlich gar nicht. Ja, doch, minimal. Aber einen leichten. Also ich glaube schon, dass es im Vergleich zu anderen... Ja, ein bisschen hat zu er, ne? In den leichten Brettern schon ein bisschen besseren Pop bietet. Ja. Wenn wir jetzt mal das Spleen... Ja, das Spleen ist komplett gerade. Ja. Aber das Spleen ist... Ich meine, das ist halt immer ein Kompromiss, ne? Zwischen verschiedensten Eigenschaften. Ne? Die eierlegende Wollmilchsau, die gibt's halt nicht. Ja. So, ausbauen? Ja, Auto ausbauen. Hol mal einen Zolli.